Ich sehe sie. Blau lodernd. Die Flamme der Qual. Ja. Boom, 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 boom. Link. Was geschieht da drin? Bong, 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 bong. Link! Ich bin so froh, dass du heil bist. Ein Segen. Du hast wahrhaftig Veran besiegt? Gut gemacht, Link. Du bist wirklich erstaunlich. Wie? Königin Ambi? Sie ist davongerannt, als sie sah, dass du gefangen wurdest. Gehen wir. Was ne feige Sau. Und da hinten ist immer noch Randale. Hallo, Moisis. Wie? Willst du das mit Ralf aufnehmen? Was? Hä? Ich hab das gerade nicht so ganz verstanden. Link, du bist heil. Ich rief soeben meine Wachen zu Hilfe, um dich aus dem Turm zu befreien. Erschreck mich nicht so. Ich dachte schon, du wärst Verans Spielchen zum Opfer gefallen. Link, dank dir ist wieder alles in Ordnung. Vielen Dank. Was das? Hoppelhasis? Oh, süß. Link, ich habe großen Respekt vor dir. Ich dachte, es sei... Oh, das ist ja Ralf, der, glaube ich, mit mir redet. Ich dachte, es sei vorbei, als man dich in Turm gefangen nahm. Niemals hätte ich gedacht, dass du mich übertrumpfen würdest. Ralf ist meines Enkels Enkel... Enkel. Auch du hast wahrhaft großen Mut bewiesen. Mein ganzes Volk wird stolz auf dich sein. Und du, Königin Ambi, da Veran fort ist, kannst du nun mein Großmutter sein. Eine Königin. Ich bin ja so stolz. Wie ungehörig. Noch bin ich jung. Bezeichne mich nicht als Großmutter. Es fällt mir schwer. Doch müssen wir in unsere Zeit heimkehren. Doch wir müssen in unsere... Oh, ich liebe diese Bilder! Unsere Zeit ist nun ohne Sorge. Auch ihr könnt nun sorgenfrei heimkehren. Wir werden euch nie vergessen. Halten wir die Königin. Link, denke nicht, es sei vorbei. Sieh, Veran, das Leid, das du verursacht hast, hat das Land mit aufschreiender Qual erfüllt. Es entfachte die Flamme der Qual, die nun lodert. Und wenn diese Flamme in der Dunkelheit erstrahlt, wird unser Wunsch in Erfüllung gehen. Ah, hallo, Twin Rover. Legend of Zelda, Oracle of Ages. Ja, fürs simple Oracle of Ages scheint es jetzt wohl vorbei zu sein. Der ein oder andere dürfte wissen. Ich weiß es nur durch Erzählungen, dass es eben, ja, das ist eine Statue von mir. Oh, es kommt ja noch was. Okay, Fortsetzung folgt. Redet ihr noch irgendwas? Oder steht ihr einfach nur rum? Na, ich glaube, sie reden nicht mehr. Ja, Credits. Ne, dem einen oder anderen dürfte ja bewusst sein. Ansonsten für die Leute, die dieses Spiel nicht kennen. Mir wurde es auch nur erzählt. Wenn man beide Teile, Oracle of Ages, sowie Seasons durchspielt, bekommt man jeweils einen Code. Und mit dem Code muss man das anscheinend nochmal komplett spielen, damit man das richtige Ende bekommt. Weil dadurch, dass man Onox aus Seasons und Veran aus Ages besiegt, entfachen eben diese Flammen. Und irgendwie wird dann ein Ritual gemacht und dann rufen sie Ganon und da hat man dann den Oberboss. Aber ich mache das mit Ganon nicht. Mein Freund hat Seasons gemacht und der hat es komplett mit Ganon... Oh, Ralf! Der hat es komplett mit Ganon gemacht. Und ja, wer das an sich richtige Ende sehen möchte, oh Gott, ist das süß. Einfach das Projekt von meinem Freund dann nochmal angucken. Wie gesagt, er ist ja permanent unten verlinkt. Die meisten dürften ihn ja sowieso kennen. Ich meine, hä, wer kennt ihn nicht? Ja.
das war es dann wohl mit Zelda. Ich muss sagen, ich habe mich die letzten Tage vor dem letzten Abschnitt ein wenig gedrückt, weil ich habe es schon erwähnt, ich mag Bosskämpfe überhaupt nicht. Ich habe immer wahnsinnig Angst vor Bosskämpfen, weil ich meistens nie weiß, was für... Wer ist das denn? Ist das Ambi? Hallo Ambi! Weil ich immer total... Gerade bei Zelda habe ich immer wahnsinnig Angst vor den Bosskämpfen, weil in Zelda bekommt man ja so viele Items. Und ich habe dann immer so Bammel, dass ich nicht rausfinde, welches Item ich benutzen muss und was ich tun muss. Aber ich muss sagen, Verran war irgendwo leicht zu durchschauen. Die erste Phase kannte ich ja schon von dem ersten Mal, wo wir Nairo von ihr befreit haben. Was war denn die zweite Phase von ihr gerade gewesen? Ja, das war eigentlich auch relativ simpel mit diesen Links. Einfach nur draufhauen. Und dann die letzte Phase... hat einem die Pflanze ja eigentlich gesagt, was man braucht. Klar, Verran mit den Kernen abschießen. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich die Arcanum-Kerne gebraucht hat oder ob man, ja, was anderes hätte nehmen können. Aber ich habe mich da doch auf die Arcanum-Kerne verlassen, auch wenn sie permanent Scheiße gebaut haben. Alles in allem muss ich aber sagen, ich bin so froh, ja gesagt zu haben, als mich Mero gefragt hat, ob ich das Schwesterprojekt des Seasons machen möchte. Es ist einer der Zelda-Teile, die ich nie gespielt hatte, warum auch immer. Und die Geschichte, all das Hin und Her, dieses komplexe Denken, wo man auch erstmal für meinen Teil, finde ich zumindest, reinsteigen muss, dieser Zeitenwechsel, dass man weiß, wann man in welche Zeit muss. Ich fand es schon extrem cool. Und auch allgemein. Die ganzen Dungeons waren zwar zum Kotzen teilweise, aber sie waren cool aufgemacht. Der Nixon-Anzug ist so unglaublich süß. Ich liebe diesen Anzug. Also, Gott, ich habe noch nie, bis auf den Greifenmantel, ein süßeres Item gesehen, wo Link so wahnsinnig putzig darin aussah. Und ich bin schon irgendwo ein bisschen traurig, dass es jetzt doch schon vorbei ist. Aber hey, es gibt noch so viele Zelda-Spiele, die ich mal wieder durchrennen könnte. Das eine oder andere unbekannt, das andere noch vage bekannt aus der Kindheit. Es wird zumindest nicht das letzte Zelda gewesen sein, was ihr von mir gesehen habt. Nach Minish Cap, das ja definitiv jetzt nicht mehr auf meinem Kanal ist, vielleicht werde ich ein Minish Cap Remake machen. Ich weiß es noch nicht. Eventuell. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, Zelda is going to return. The End. Damit würde ich sagen, geht ein glorreiches Spiel mal wieder zu Ende. Ich bedanke mich bei der seelisch-moralischen Unterstützung, bei den Anfeuerungen von euch und würde damit sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin und bye bye!